zur Foodschau Food News Folge 20 für den April 2021. Ja, wir sind schon wieder bei Folge 20 und wir legen auch gleich Vollgas durch, denn ich habe einen pickepacke vollen Pool an Bildern für euch. Passt ungefähr, oder? Ich habe sehr, sehr viele Ankündigungen und wir starten eigentlich direkt durch. Ich habe ein paar Sachen sogar aus dem Supermarkt, die ganz neu sind, die zeige ich euch auch direkt mit. Wir fangen direkt damit an, das habe ich für euch schon getestet, ihr habt das Video nur noch nicht gesehen. Nagelneue KitKat Strawberry Taste. Video dazu wird es die Tage geben, ist weiße Schokolade mit Erdbeer. Dann, ganz neu für euch, Baked Potato und Guacamole von Blockhaus. Ja, habe ich vorhin im Supermarkt entdeckt, ich war gerade eben einkaufen. Das Video ist heute am 30. Ist heute der 30.? Ja, 30.04. Es ist gerade 17.41 Uhr. Da drehe ich das Video. Ich war gerade noch einkaufen. Ja, das gibt es auf jeden Fall offiziell. Ist sogar vegan. Also ist eine einzelne Kartoffel mit Guacamole schon dabei. Könnt ihr also so in die Mikrowelle hauen und dann könnt ihr die direkt lossnacken. Dann gibt es für euch von Centis neue Aufstriche. Drei Stück an der Zahl. Ich habe sie noch nicht zusammengeschnitten. Damit seht ihr jetzt einfach alle drei. Es gibt einmal die stückige Aprikose, die stückige Erdbeere und die passierte Himbeere. Alle mit 75% Frucht und werden relativ auch schnell schlecht. Ihr müsst ihr also relativ schnell verbrauchen, wenn ihr die einmal aufgemacht habt, weil da hat ganz wenig drin ist, was das Ding konserviert. Aber die drei Sorten gibt es jetzt offiziell. Ja, könnte also lossnacken, hat oben auch so eine Art Korkdeckel. Ist aber kein Kork, fühlt sich aber sehr schön an. Also insgesamt sah sehr schön aus. Ja, dann hat meine Freundin sich das gerade mitgenommen. Bio-vegane, also DM-Bio-veganes Pasta-Topping. Also eine Alternative zu Parmesan. Da gibt es ja momentan immer einiges, was so probiert wird. Weil wenn du so Nudeln isst und ja, Käse ist halt nicht vegan. Da gibt es einige Sachen. Kann ich euch noch nicht sagen, wie es schmeckt. Meine Freundin probiert es aus. Ist auch auf Cashew und Mandeln. Also nicht auf Basis, es ist ein Cashew und Mandeln drin. Und ein bisschen Hefeflocken. Dann gibt es von Tomi neue Hollandaise. Es spielt ja gerade die Spargelzeit los. Wir essen am Wochenende auch Spargel. Das erste Mal dieses Jahr wieder. Ja, die Genießer Hollandaise im Glas. In der leichten Variante und in der nicht leichten Variante. Gibt natürlich noch die beliebte Lucul. Wir werden aber auch heute, dieses Wochenende mal wieder probieren, welche selber zu machen. Und dann mal gucken, welche uns am Ende besser schmeckt. Dann neu für euch, The Coconut Kolopaktiv, keine Ahnung, ich verspreche das jetzt mal falsch aus, jedenfalls ein Vanille-Reispudding. Den gibt es ab sofort im Handel, den könnt ihr euch also holen, wenn ihr einfach mal loslöffeln wollt, sind zwei Stück sind da drin. Ja, was der kostet, kann ich euch nicht genau sagen. Und dann, jetzt dauerhaft in Deutschland verfügbar, die M&M's Salted Caramel. Die gibt es jetzt wirklich dauerhaft in deutschen Supermärkten. Die werden jetzt also nie verschwinden. Die könnt ihr 365 Tage jetzt im Jahr kaufen. Ich habe die mal getestet. Unten das Bild ist ja von mir. Ja, waren okay. Würde ich mir aber nicht gezielt wiederholen. Ich gucke nebenbei auf die Uhr. Ich will mir euch ja durchsprinten. Vielleicht schaffen wir es unter 15 Minuten. Mal gucken. Dann saure Drachenzungen blau. Gibt es auch offiziell jetzt von Hitchler. Das sind also saure Drachenzungen. Blau ist wohl so eine sehr beliebte Farbe bei diesen Dingern. Und die sind offiziell sogar vegan. Also für die Veganer unter euch auch eine tolle Geschichte. Und wer nicht vegan lebt, auch eine gute Sache. Keine Gelatine drin. Muss ja nicht unbedingt immer Gelatine sein bei Süßigkeiten. Dann für euch Grillido. Naja, habe ich jedenfalls probiert. Ihr seht unten die beiden Bilder. Mini-Grillis. Einmal mit Hähnchenspinat, Käse und einmal mit Schweinhartkäse und getrockneten Tomaten. Und ich kann euch sagen, die sind echt lecker. Ich war sehr, sehr begeistert. Haben wenig Fett, haben sehr viel Protein. Also Kalorien passen auch. Also eine sehr, sehr leckere Bratwurst, muss man sagen. Also tolle Qualität. War ich sehr begeistert vom Geschmack. Und dann für euch, den habt ihr natürlich schon gesehen, den Ermann Hype Protein Hazelnut Pudding. Da steht unten, der könnte auch im Mai rauskommen. Den gab es schon im April, den Test habt ihr vielleicht bei mir auf dem Kanal schon gesehen. Ja, den gibt es offiziell jetzt im Handel. Hype Protein mit Haselnussgeschmack gibt es ja auch von Rewe. Nur bei Rewe ist es kein Haselnusspudding, sondern ein Karamellpudding mit Haselnussaroma. Das hier ist ein richtiger Haselnusspudding. Ja, dann gibt es bei Edeka jetzt ganz neu eigene vegane Produkte von einer veganen Linie, die sich WeHappy nennt. Ja, WeHappy gibt es dann Haferdrinks, Sojadrinks, Mandeldrinks und auch noch ein paar Joghurts. Ja, könnt ihr ab sofort finden. Findet ihr auch teilweise bei Netto. Netto gehört aber mit zur Edeka-Gruppe. Ja, dann für die Wodka-Liebhaber unter euch oder vielleicht Festival-Fans auch noch, der Tomorrowland-Wodka von Absolut Wodka ist da. Ja, das ist die neue Tomorrowland-Edition. Ist ja auch manchmal so ein Sammlerding. Ist immer stark limitiert. Viele Lehe heben die sich ja einfach gerne auf, weil ja, Absolut ist halt Partner davon. Es sieht auch einfach schick aus.
Ja, und dann zusätzlich gibt es von Absolut Wodka noch den Wassermelonen-Wodka. Ja, Wassermelone ist die neue Sommeredition, die seht ihr hier auch. Den Raspberry, den gibt es schon ein bisschen länger, also Himbeere. Aber ja, Wassermelone könnt ihr euch auch noch gönnen. Also einmal pur, einmal mit Wassermelone und wenn ihr Bock habt, auch noch Himbeere. Gibt immer die verrücktesten Sorten. Dann für euch ganz neu, habe ich noch nicht gekauft, weiß ich noch nicht, ob ich sie hole, aber mal schauen. Schreibt uns in die Kommentare, ob ich sie testen soll. Die Choqueur von Aldi, Changer, Hazelnut ist auch schön. Haselnuss oder Hazelnut, Salted Karamell und eine 70% Schokolade. Ja, die drei Sorten sind jetzt neu bei Aldi, gehören zum Tony's Chain-Kampagne, darum sind die auch ein bisschen teurer. Hier ist dann gesichert, dass diese Schokolade wirklich zu fairen Konditionen abgebaut wird, die Kinder von den Bauarbeitern, von den Bauern nicht mitarbeiten müssen und der Bauer so viel Geld bekommt, dass er seine ganze Familie ernähren kann und auch seine Kinder auf die Schule schicken kann. Also hochwertige Schokolade ohne Ausbeutung. Auch bei Aldi. Finde ich schon cool, dass Aldi sich an das Thema jetzt mit annimmt. Ja, was gibt es noch für euch? Fusti. Fusti hat was Neues für euch. Fusti gehört ja zum Coca-Cola-Konzern dazu. Ja, die haben für euch schwarzen Tee, Pfirsich, Holunderblüte und einmal schwarzer Tee, Himbeer, Minze. Das sind jetzt die beiden neuen Sorten ohne Zucker. Ich glaube aber mit Süßstoff. Das ist dann immer so eine Geschichte, wo man wieder gucken muss. Dann gibt es gleich noch einen neuen, anderen Eistee von Lipton. Von Lipton gibt es auch neue Eistees, nämlich Minze und Wassermelone und einmal Mango und Maracuja. Ja, die sind offiziell wieder mit Zucker, sind aber angeblich ein bisschen kalorienreduziert. Genau, wenig Kalorien. Bin ich mal gespannt. Also es gibt so viel Neues momentan, was jetzt wirklich so rausboomt. Gefühlt sind es viele Sachen aus dem letzten Jahr, die nicht gekommen sind, glaube ich. Ja, was gibt es noch dieses Jahr? Von Pfanner-Eistee, kennt ihr vielleicht auch noch. Die haben jetzt Sirup. Das Bild ist nicht so gut aufgelöst. Habe ich von der Website jetzt schnell gezogen. Da gibt es einfach der grüne Eistee von denen und der normale Eistee-Sirup mit Pfirsichgeschmack. Die beiden könnt ihr jetzt als Sirup mit 1 zu 10 Verhältnis, glaube ich. Also, 1 zu, ich war glaube ich 1 zu 10. Also, ihr könnt euch ungefähr 10 Eistees machen, à 250 ml. Dann für euch was ganz Cooles, finde ich. Wir sind bei 7 Minuten, vielleicht ein bisschen drunter. Also sind gut in der Zeit, glaube ich. Magnum hat was Neues für euch, sowie auch Barbes und No Coco. Das heißt Proteineis und No Sugar Eis. Ja, ihr seht es gerade, das sind wirklich neue Eissachen, die jetzt im Markt kommen. Die kommen aber nicht in die Supermärkte, sondern in gesonderte Truhen. Die werdet ihr also dann bei Tankstellen, bei Kioskmärkten oder Fitnessstores und so finden, vielleicht sogar in Fitnessstudios, da ist das Ziel dahinter. Also sie werden so nicht in den reinen Supermarkt erstmal kommen, das war erst am Anfang nicht so klar, aber sie werden auf jeden Fall in den Handel kommen und dann seht ihr halt das Magnum mit weniger Zucker drin, also es ist nicht, dass es zuckerfrei ist, es ist nur weniger Zucker drin und unten die beiden Barbes Protein-Eisriegel und das No Coco ist ein Wassereis mit fast gar keinen Kalorien. Dann für euch, habt ihr schon gesehen, KFC und Subway Chips, ja, die sind offiziell im Handel. Vielleicht habt ihr das Testvideo bei mir schon geschaut. Ja, KFC finde ich okay, habe ich jetzt noch den restlichen Tüte aufgegessen, fand ich dann gar nicht mehr so prickelnd wie erst im Test, hat sich so ein bisschen geändert, schmeckt mir einfach zu pfeffrig am Ende. Die Subway Chips dagegen sehr, sehr lecker und die sind zu 100% vegan. Das habe ich nämlich abklären lassen. Ja, dann gibt es bei Lidl sage ich schon, bei Rewe gibt es neues Eis, da gibt es sogar noch ein bisschen mehr. Da gibt es auf jeden Fall dieses Kokos mit Schlagsahne, Bananasplit mit Schokoladensauce und gerösteten Mandelstiften und das High-Protein-Eis, Vanille und Double Chocolate. Die beiden Protein-Eise unten findet ihr als auch bei Penny unter der Rios oder Riosos, die Eigenmarke von Penny. Aber Rewe und Penny ist der gleiche Konzern, ist an sich das gleiche Eis. Und es soll noch oben andere Sorten geben. Ich kann sagen, das Eis ist nicht schlecht, es schmeckt wohl, aber es ist sehr, sehr luftig. Ihr könnt euch das wie Cremissimo vorstellen. Ihr könnt da sofort rein aus dem Gefrierer raus und könnt sofort loslöffeln. Es ist halt fast 50% Luft bei allen. Das ist dann immer so ein bisschen schade. Dafür ist der Preis aber sehr, sehr günstig. Dann für euch auch neu bei Aldi gab es das nachgemachte Ferrero-Eis eigentlich. Das Video habt ihr vielleicht auch schon gesehen bei mir, habe ich für euch getestet. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich finde das Coconut, das ist ein besseres Raffaello-Eis. Die anderen beiden sind einfach zwei eigene Eissachen für sich, aber trotzdem lecker. Ja, dann gibt es von Danny. Ja, Danny Sahne, aber Danny ist der Konzern Danone dahinter. Gibt es den Danny Kakao, also der von der Danny Sahne, der unten der Pudding, der drin ist, den als Kakaoshake zum Mitnehmen. Habe ich probiert, sehr, sehr lecker. Habe ich kein YouTube-Video zu gemacht, aber kann ich euch empfehlen. Habe ich auf Instagram gezeigt und auf TikTok. Also sehr lecker, so auf die Schnelle, wenn ihr einfach keinen Kaffee to go oder so mögt. Aber war wirklich gut. Dann gibt es bei Lidl wieder da die Gelatis vegan. Ja, die Peanut Butter Cookies, Banana Chunk und Brownie Love sind offiziell wieder zurück bei Lidl. Könnt ihr also ab sofort wieder kaufen im Becher.
Ja, dann geht es weiter mit Eis von Oppo. Oppo hat sein Eis ein bisschen optisch angepasst. So gibt es dieses Colombian Chocolate Hazelnut, Double Salted Caramel und Double Salted Caramel Swirl in vegan. Und dazu noch ein Pecan Praliné Crunch. Gibt es offiziell jetzt in Deutschland, also alle Sorten und sollen bei Kaufland eigentlich zu bekommen sein. Also könnt ihr vielleicht zuschlagen, haben natürlich richtig wenig Kalorien. Der ganze Becher nicht mal 200 Kalorien, das ist schon heftig. Also, aber das kriegst du natürlich nur mit Süßungsmitteln und Co. hin. Ja, bei Edeka, die gehen jetzt auch das Thema an, aber als Eigenmarke, Eigenmarkeneis von Edeka, es kommt 383 Kalorien pro Becher oder ungefähr 300 bis 400. Also ihr seht ein ganz anderes Level. Hier ist also nicht so extrem reduziert, also hier geht es noch ein bisschen um Grundgeschichte. Aber Cookie Dough, Salted Caramel, Cookies and Cream und es gibt ein Peanut Butter Cup Touchdown Eis. Ja, die findet ihr bei Edeka ab sofort im Handel. Wir sind immer noch im April, das ist echt krass. Im Test hatte ich für euch die Alge-Likörs von Knossi. Das Video habt ihr vielleicht auch gesehen. Also, die waren echt auch gut, besonders der grüne, den kann ich echt empfehlen. Gibt es bei Kaufland oder in den Online-Shop. Ja, dann für euch jetzt offiziell den Handel, vielleicht auch erst im Mai. Mal gucken, wie es sich jetzt verschiebt. Vegetarischer Mühlensnack von Rügenwalder Mühle. Die Salami, die unten ist, die habe ich euch sogar schon mal getestet. Die habe ich wohl mal in einer Testphase durch Zufall wo gekauft. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber war echt lecker. Und oben gibt es die Beefy Roll-Version, also sozusagen eine Beefy Roll. Und ich habe Beefy Roll geliebt als Kind und auch als Erwachsener während der Arbeit, wenn ich das einfach so im Auto hatte, irgendwo bin längere Zeit gefahren, einfach wie schneller was essen. Und wenn das jetzt noch in vegetarisch geht, ist das auch gut. Vegan wäre natürlich auch super, aber es ist schon mal ein Anfang. Dann gibt es für euch noch Petit Melo. Das wurde vorgestellt auf der Süßwarenmesse, die leider nur digital stattgefunden hatte. Ja, das ist ein Schaumkuss mit Karamell und Schokolade und Spekulatius. Die Firma hatte mich kontaktiert, die wollten mir das zukommen lassen. Leider habe ich bisher nichts mehr von denen gehört. Vielleicht kommt es irgendwann an, dann kann ich euch sagen, wie es schmeckt. Dann gibt es ganz neu für euch, auch schon im Handel ist, wobei Penny schon aufgetaucht, meines Wissens, der Zott-Sahne-Joghurt griechischer Art mit Aprikose, Brombeere, Feige oder Honiggeschmack. Ja, die findet ihr auch ab sofort im Handel, ist die neue Edition von Zott-Sahne-Joghurt. Dann für euch Bell-Mandelriegel und Nusspli-Riegel von Zentes. Die beiden habe ich schon da, die habe ich auch schon getestet. Ich habe euch nur noch nicht die Videos freigeschaltet. Die gibt es aber auch ab sofort im Handel. Ja, ist mal eine andere Nuss- oder Riegelart, kann ich euch sagen. Ich würde es mir aber nicht nochmal kaufen. Also es sticht nicht so wirklich raus. Also es ist ein schöner Versuch, aber für mich jetzt nicht der Mega-Knaller oder Highlight gewesen. Ja, dann für euch noch neu. Vegane Fischstäbchen von Iglu. Iglu zieht jetzt als letzter Anbieter, muss man eigentlich sagen, mit veganen Fischstäbchen nach. Also an sich, alle anderen haben das ja schon. Also selbst Froster hat das ja über Fisch von Feld und so. Aber sonst, es gibt ja, glaube ich, seit 2 Jahren oder 3 Jahren gibt es vegane Fischstäbchen. Und jetzt macht Iglu es vom Erfinder der Fischstäbchen ab Mai. Ja, ob ich die testen werde, weiß ich nicht. Iglu war so ein bisschen, naja, nicht nett, muss ich sagen. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Ja, zeitlich immer gut drin, das kann ich kurz erzählen. Ich hatte das Bild gepostet, weil ich habe das offiziell erhalten über Mediendatenbanken. Ja, habe ich das gepostet und dann kriegst du von Iglu ein paar Stunden später eine Nachricht, ob ich das wieder löschen könnte. Die möchten das nämlich zuerst bewerben und möchten nicht, dass das irgendwelche Influencer jetzt schon bewerben. Wo ich mir so dachte, okay, dann gibt es nicht frei offiziell. Aber, und ja, wenn ich möchte, können sie es mir umsonst dann zuschicken, wenn es da ist. Dann kann ich es ja gerne testen auf YouTube und so. Da dachte ich mir dann auch so, okay, ich darf es nicht posten, aber ich soll dann für euch Werbung machen, kostenfrei, dann alles natürlich. Ich weiß es nicht. Green Cuisine hat mich persönlich noch nie überzeugt vom Geschmack. Also ich habe noch kein Green Cuisine Produkt, was ich gut fand. Ich weiß nicht, ob das mit dem Fischstäbchen besser wird. Bei Stiftung Warentest haben wir zum Beispiel die Green Cuisine Burger, zum Beispiel die veganen oder vegetarischen, die haben, als schlechteste Burger abgeschnitten. Von den ganzen Alternativprodukten waren das die schlechtesten. Mal gucken, die sind auch immer sehr teuer, muss ich sagen, die Marke. Ja, dann weiter geht's. Maggi. Maggi schnelle Pfanne gibt es jetzt herzhaft pilzig und typisch italienisch. Das ist also eine Würzpaste, die könnt ihr benutzen. Da braucht ihr nur 2-3 Esslöffel und dann habt ihr euer ganzes Gericht mitgewürzt. Werden wir ausprobieren, habe ich zu Hause schon da. Mal gucken, wie es schmeckt. Werde ich aber keinen Einzeltest zu machen. Kann ich euch höchstens was zuschreiben in den Kommentaren. Dann gibt es von Trolli, was so, das Bild ist aber ein bisschen klein geworden, aber es passt schon. Wird hier schon reinpassen. Trolli hat jetzt die Squiggles und Twists. Ja, das sind einfach süß und saure Gummibärchen von Trolli, werden jetzt im Mai offiziell richtig losgehen. Ja, da könnt ihr euch schon mal durchprobieren. Ich habe sie heute auch schon bei Rewe gefunden. Die gab es schon, ich habe sie aber nicht gekauft. Aber könnt ihr gerne probieren, wird sicher schmecken. Dann neu für euch im Mai. Von Dr. Oetker gibt es jetzt Dekor für eure Kuchen, aber nicht mehr als Zuckerplättchen und Co., sondern als kleine Kekse. Also bunte Kekse zum Dekorieren. Da könnt ihr so eine lustige Torte machen. Und meine Freundin sah gerade das Bild, als ich das hier vorbereitet habe und sagte, oh, die ist ja süß, die mache ich für die Zwillinge. Also für unsere Patenkinder.
Also die kriegen auf jeden Fall so eine kleine Monstertorte. Meine Freundin backt ja eh gerne und das ist für sie eine Kleinigkeit. Die kann sie, glaube ich, noch ein bisschen besser aufpimpen sogar. Ja, dann neu von euch. Von World of Sweets angekündigt. Chupa Chups wird euch die neue Sorte Raspberry and Cream und Mango Flavor als Sparkling Eistee bringen. Das wird ein bisschen speziell, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das wirklich was ist. Das wird mega süß sein. Aber hey, es wird Fans dafür geben. Dann immer noch im Mai, Ende Mai, gibt es den neuen Fub Apfel Holunderblüte. Der kommt wieder oder war schon mal grob da. Aber den gibt es dann offiziell von Müller Ende Mai im Supermarkt. Dann für euch ebenfalls neu von Ehrmann. Von Ehrmann wird es Ende oder am Juni einen Veo vegan Cappuccino-Style-Drink geben in der Kühlung und einen Kakaodrink. Also beides vegane Produkte auch für unterwegs. Da sieht man auch diese Geschichte, dass momentan so ein bisschen gesplittet wird, dass auch Kakao-Alternativen immer mehr angeboten werden. Was ich persönlich gut finde, ich bin ja Kakaotrinker. Ich liebe Kakao. Dann für euch ab Juni ebenfalls neu Tri-Top, das Original. Passt ganz gut, denn es wird Spezi-Original von Tri-Top geben. Spezi-Sirup-Anmischung von Tri-Top wird es offiziell ab Juni geben. 1:7, also ihr könnt ungefähr 20 Gläser à 200 Milliliter euch damit anmischen. Ich freue mich drauf. Original-Spezi ist schon geil, oder? Habt ihr schon mal Spezi getrunken? Ab in die Kommentare, ihr kennt's. Dann ab Juni ebenfalls neu, richtig scharfe Knickknacks. Hot and spicy mit extra viel Chili. Das wird zu euch kommen, die Burn Edition. So, 16 Minuten. Ja, vielleicht schaffen wir es. Dann neu für euch, die Lachgummi-Fanfari. Das sind die super bunten und super langen Giraffengummis, kann man fast sagen. Ab Juli kommen die in den Supermarkt eures Vertrauens. Ich bin gespannt. Lachgummi geht an sich immer. Hier würde ich mich aber auch langsam mal über eine vegetarische oder Veggie-Lösung freuen, dass die auch von der Gelatine weggehen. Mal gucken, was da so passiert in nächster Zeit. Dann für euch von World of Sweets angekündigt, Prinzenrolle Creamies kommen in der Sorte Schoko and Milk. Das passt ungefähr zu den Lidl-Keksen, die ich euch gerade erst gezeigt habe gestern, weil sie das Video wirklich genau hier vorgesehen hat, also am 29. Die mit den Cerealien drauf hier so ein bisschen an Kinder-County vom Geschmack erinnern. Das hier ist an sich fast genau das gleiche, nur ohne das Cerealien, dafür mit mehr Keks. Dann kommt im August offiziell nach Deutschland die M&M's Brownie. Ja, M&M's Brownie kommen offiziell nach Deutschland. Ja, könnt ihr dann offiziell kaufen. Ich habe sie, glaube ich, schon mal probiert oder nicht. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass die noch in meiner Schublade da liegen. Vielleicht teste ich die auch noch mal die Tage. Mal gucken. Aber die gibt schon etwas länger und haben einen cremigen Brownie-Kern. Ja, dann angekündigt von World of Sweets für den September Chocolate Chips Lebkuchengeschmack. Ja, Chocolate Chips mit Lebkuchengeschmack, das wird die neue Edition sein. Also es geht weg vom Zimtgeschmack. Ich kann euch schon mal sagen, fast jeder Anbieter wird dieses Jahr auf Lebkuchen setzen. Lebkuchen ist dieses Jahr der Weihnachtstrend in Schokoladen und Co. Auch Rittersport wird eine Lebkuchenversion bringen. Ich habe leider das Bild immer noch nicht. Ich kriege sie aber vielleicht im Original. Mal gucken, vorzeitig. Durch einen Kollegen, der im Süßwarenbereich arbeitet, aber nicht von Rittersport direkt. Ja, dann kommt im September noch die neue Merci-Edition raus, auch von World of Sweets angekündigt. Die Black and White Selection. Ja, offiziell wird die dann kommen. Weiße Schokolade mit kleinen Cookies drin oder außen anders. Ich weiß noch nicht genau, was es genau ist. Also warum diese eine Sorte Black and White sein soll, vielleicht wegen den Cremekernen drin, aber mal gucken. Ja, dann offiziell angekündigt, Knoppersriegel Dark kommt im Oktober. Das heißt, ein Knoppersriegel mit Kakaostückchen nochmal drin und Zartbitterschokolade außenrum. Total was für mich. Ich freue mich drauf. Werde ich auf jeden Fall testen für euch. Dann vom Atundo-Shop angekündigt. Ja, der Atundo-Shop oder Produktneuheiten hatte mir noch was zukommen lassen. Nämlich die Kit Kat Christmas Break Eisbär. Also statt Weihnachtsmann gibt es einen Eisbären von denen. Also der Weihnachtsmann wird trotzdem da sein. Und dann gibt es schon mal Adventskalender für euch von After Eight, von KitKat und von Smarties. So werden die aussehen. Dann auch vom Atundo-Shop nochmal angekündigt Produktneuheiten zu Ostern nächstes Jahr. Also wir sind jetzt bei Ostern 2022. Der Dark und Mild Kinderhase. Ja, der wird offiziell kommen, dieser kleine coole Hase. Ja, den könnt ihr euch dann zu Ostern gönnen. Und jetzt sind wir mit der Food News wirklich durch. Wir sind jetzt wirklich durchgesprintet und haben, glaube ich, in kürzester Zeit so viel wie möglich gemacht. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Ich präsentiere euch noch was, wenn ihr Bock drauf habt. Bleibt kurz dran. Die April-Scherze vom 1. April im Thema Food. Ich habe da noch ein paar zusammengestellt. Die knallen wir einfach ganz schnell jetzt noch durch. Und dann haben wir es wirklich fast in 20 Minuten geschafft. Also,
Es gab vom Globus mit einer riesen Video- und Bildkampagne richtig geil gemacht, muss man sagen. Globus Supermarkt, ich hätte gerne eine hier in der Nähe. Der Fleischkäse-Riegel. Ein Fleischkäse umzogen von Schokolade. Ich habe das gefeiert. Ich will es probieren. Ich finde das geil. Also es wird nicht schmecken, aber ich hätte es so gerne probiert. Sagt mal gerne, was ihr dazu gesagt hättet, wenn ihr das Ding gesehen hättet. Also Sweet Meat Power. Ja, von Pringles wurde ein Lippenstift angekündigt mit Sour Cream und Onion Geschmack. Ich weiß nicht, ob der was für euch gewesen wäre. Ja, von Frosta wurde die Knoblauch-Zahnpasta angekündigt. Ja, Spaß natürlich, alles April-Gags. Aber könnt ihr wunderbar auch ein bisschen auf Corona angespielt, steht er hier an der Seite mit der 1,5 Meter Abstandsformel. So hält jeder bei euch auf jeden Fall 1,5 Meter Abstand und hustet euch nicht an. Ja, dann ein Ding, wo ein kleiner Aufschrei hochkam, die ofenfrische Rute Edition, also Rute, der Comiczeichner, backfrische Döner-Vegan-Pizza. Da haben wirklich viele gehofft, dass die wirklich kommt. Also Dr. Oetker hat da ein riesen Feedback zu bekommen, dass die Leute unbedingt eine vegane Döner-Pizza von Dr. Oetker gerne hätten. Gerne auch in dem Design. Mal gucken, ob das wirklich noch kommt. Ja, dann gab es eine Two Foods Edition, willst du eine Hawaii-Pizza, also Pizza Hawaii als Smoothie wurde auch angekündigt. Oder als Spaßgag angekündigt. Ja, dann gab es von Little Lunch, kaufe ich auch sehr gerne, muss ich sagen, Little Lunch Produkte. Ich habe ja immer was im Kühlschrank, immer was in meinem Vorratskammer stehen davon. Die Weißwurstsuppe, bayerische Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln drin. Das ist schon ein bisschen speziell. Im ersten Moment denkt man so, warum, das ist doch gar nicht verrückt, aber es ist schon ein bisschen verrückt. Ja, dann von Maggi gab es den Würzsmoothie offiziell. Also Würzsmoothie zum Würzen, also ein bisschen speziell, glaube ich. Keiner will, glaube ich, Maggi als Smoothie, aber auch ganz süß. Und als vorletztes für euch gab es von Prinzenrolle die Ankündigung, hey, wir brauchen neue Kekse in der Sorte Senfeiergeschmack, Kürbisgeschmack, Wassermelon, Chili-Geschmack, Bärlauchgeschmack, Johannisbeere, Holundergeschmack und Aubergine-Feigengeschmack. Da könnt ihr euch eine Sorte von raussuchen, was ihr wirklich davon probiert hättet. Und als letztes, das war so die, auch eine süße Edition, hätte ich fast, glaube ich, auch gemacht, wenn es das geben würde, die persönliche Geschenkidee von Alnatura. Wurst mit Gesicht, mit eurem persönlichen Gesicht drauf zum Verschenken. Ja, Produktionszeit eine Woche auch in vegan. Ich fand es sehr lustig. Wurst mit Gesicht, mit unseren eigenen Gesichtern drauf. Es ist schon ein bisschen lustig und gut gemacht. Ja, und jetzt sind wir durch. Die Food News ist erledigt. Ich wünsche euch einen wunderschönen 1. Mai. Kommt gut rein, es ist ja Feiertag. Genießt ihn so, wie es geht. Ja, und wir sehen uns dann bei der Folge 21 im Mai. Darum, bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde das jetzt schnell noch bearbeiten, damit ihr es jetzt gleich noch gucken könnt. Ja, und dann wird es ganz viele neue Sachen geben. Eine Sache habe ich euch gar nicht gezeigt. Morgen am Samstag und am Sonntag werden zwei tolle Videos kommen, finde ich, mit ganz tollen Eis und einer ganz tollen Schokolade am Sonntag. Also, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.